Auftakt des großen Preises von Bahrain. Sie können sich auf einen spannenden Abend freuen. Nachdem er gestern die Pole Position geholt hat, war Fernando Alonso zuversichtlich, auch heute den Sieg einzufahren. Er sagte, wenn das Auto die gleiche Leistung bringt wie den Rest des Wochenendes und er seine Reifen schonen kann, kann er sich vorstellen, seiner ohnehin beeindruckenden Statistik durchaus einen weiteren Sieg hinzuzufügen. Es ist sicherlich von Vorteil für einen Fahrer, ganz vorn zu stehen und sich nicht um die Abgase und die Überhitzung durch ein Auto vor einem befassen zu müssen. Das war ein guter Tag und vor allen Dingen ein schöner Sieg für Lewis Hamilton beim letzten Mal. Und er wird hoffentlich diesen Aufwind mitnehmen und heute mit einem Lächeln im Gesicht ins Rennen starten. Er weiß, dass er die anderen schlagen kann, solange sein Mercedes so zuverlässig läuft wie beim letzten Mal. Hamilton kann heute alle schlagen und häufig ist er allen eindeutig überlegen. Er hat es einfach raus, zusätzliche Zehntel herauszuschlagen, was anderen nicht liegt. Ich erwarte, dass er heute im ersten Abschnitt besonders gut wegkommen wird. Thank you.
schließt sich in dieser Runde.
Fernando Alonso hat wieder mal sein ganzes Können gezeigt und wurde dafür mit dem Rennsieg belohnt. Das war eine tolle Leistung und das Team wird den Erfolg sicher eine Weile feiern wollen. Nach all der Spannung wäre es verrückt, wenn sie das nächste Rennen verpassen würden, aber den Fehler machen sie nicht. Wir hoffen, sie wiederzusehen, also bis dann.